Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach einer langen Regenphase und nach einer kalten Zeit probieren wir jetzt heute mal am Weiher mit der Matchroute ein paar Fische ans Band zu bekommen. Das Wasser hat noch eine sehr niedrige Temperatur, die Fische werden relativ fein beißen und deswegen heute mit der Matchroute auf ungefähr 20 Meter ein paar kleine Fische und ein paar mittlere Fische ans Band bekommen. Und ob das klappt, wie wir uns das vorstellen, das seht ihr im Folgenden. So, ich habe heute drei Matchrouten aufgebaut. Je nachdem, was für Zielfische ich im Moment tangiere, einfach nur, dass ich hier ein bisschen weniger rumstellen muss. Die erste Montage ist eine 2,8 Gramm Slider-Montage, die zweite eine 4 Gramm und die dritte für die größeren Fische ist eine 5 Gramm Montage. Warum habe ich jetzt drei Matchrouten aufgebaut? Nicht einfach eine für alle Situationen. Ganz einfach, die Fische sind hier relativ scheu, was das Aufplatschgeräusch angeht. Also sie sind relativ geräuschempfindlich vom Angeln her. Die kleinste Montage mit den 2,8 Gramm läuft vor allen Dingen relativ langsam ab. Das heißt, ich kann das Mittelwasser sehr gut mitnehmen, kann die feinen Bisse von den Rotaugen im Mittelwasser sehr gut wahrnehmen und dementsprechend halt auch relativ viele Fische einsammeln. Die 4 Gramm Montage ist so eingestellt in dem Moment, dass ich ungefähr 3 bis 4 Zentimeter drüber angeln kann, also über dem Boden angeln kann, um die Rotaugen ein bisschen selektiver abzugreifen, falls sehr viele kleine Fische unterwegs sind, also ganz kleine Fische, dass ich die nicht unbedingt die ganze Zeit beangeln muss. Bei der 5-Gramm-Montage, die ist jetzt so eingestellt, dass ich sie komplett auf dem Boden aufliegen habe. Das heißt, der Wirbel schrubbt gerade so ein kleines bisschen über den Boden drüber und ist eigentlich die Montage, um wirklich kontrolliert auf die besseren Fische, zum Beispiel Brassen oder Karauschen, angeln zu können. So, von der Montage hier sehr einfach aufgebaut. Wir haben jetzt hier ein 30 cm langes Vorfach. In dem Fall ist hier noch montiert ein 16er 32-60 mit einem 10er Vorfach. Dann kommt ein ganz normaler Doppelwirbel. Über dem Doppelwirbel habe ich auf der Schnur verteilt 4 9er Style-Schrote. Style-Schrote lassen sich ein kleines bisschen besser verschieben auf der Schnur und bringen der Montage ein kleines bisschen Stabilität. Außerdem habe ich hier eine relativ gute Gewichtsvariabilität. Also ich kann jetzt hier einfach gucken, dass die Montage so schnell fällt, wie ich es im Endeffekt dann auch brauche. Ich habe jetzt hier die Standardeinstellung für die Rotaugen von 2 9er Style-Schroten plus den Wirbel. Das heißt, die Montage fällt schon relativ langsam Richtung Boden zu der Hauptbebleihung an sich. Wie gesagt, ich habe jetzt hier noch ein paar Style-Schroten direkt unter der Hauptbebleihung drunter. Das heißt, die kann ich hier variabel frei auf der Schnur verschieben. Ein paar ganz normale Kugelblei, dass das hier alles relativ schön zentriert ist. Und ein paar Style-Schrote, um die Montage so zu bauen, dass der Wackler an den Bleien anliegt. Einfach nur, weil er ein bisschen besser fliegt. Dann ein Schleudergummi auf dem Wackler drauf und einen ganz normalen Doppelwirbel in dem Schleudergummi drin. Stellt halt sicher, dass die Montage hier relativ schön laufen kann. Und dadurch, dass ich keine dicke Schnur bzw. keinen dicken Stopper brauche, habe ich hier eine ganz normale PDFI-Hülse drauf. Hauptschnur ist ein 18er, Vorfach wie gesagt ein 10er. Hauptschnur ist wichtig, dass sie ein kleines bisschen dicker ist. Einfach dadurch, eine dicke Schnur ist relativ steif und dadurch verheddert die Montage nicht so schnell. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. Jetzt kann man hier mit der Montage normalerweise 4-5 Stunden also verwacklungsfrei angeln. Das sollte normalerweise keine Probleme darstellen. So, zu den Ködern. Ganz normale Standardköder, ein paar alte Maden mit ein paar Kaster drin. Ein paar Mistwürmer, entweder zum Schneiden oder allein für den Haken. Schneiden werde ich heute nicht wirklich viel, also werden sie wahrscheinlich eher für einen Haken zu gebrauchen sein. Relativ kleine Würmer, gerade fürs Frühjahr, eine sehr gute Möglichkeit, um die besseren Fische anzusprechen. Ganz normal ein paar Pingis und fürs Futter natürlich ein paar Trudelpingis. So, das Futter, was wir heute brauchen, wir brauchen heute ein aktives Futter, was einen langen Zeitraum die Fische schön am Platz hält und auch genug kleine Fische jetzt mal wieder in den Raum reinzieht. Das heißt, wir brauchen aktives Futter, ein Futter, was nicht zu stark sättigt, aber ein Futter, was nur eine relativ gute Bindung haben mit der Matchroute einfach gut schießen zu können. Dafür verwende ich jetzt erstmal ein Paket Explosiv Gador. Das ist ein relativ schönes, aktives, feines Futter, was die Fische, wie gesagt, sehr gut über längere Zeit am Platz hält. Dazu einfach um den Mix ein bisschen fester zu gestalten, ein bisschen bindender zu gestalten und auch den Nährwert relativ gering zu halten, ein Päckchen Etang. Das alles ein bisschen aktiver zu machen, die Fische relativ schnell auf den Platz zu bekommen, auch beim Nachfüttern die Fische aus einem relativ hohen Umkreis wieder ranzubekommen. Verwende ich ungefähr 200 Milliliter Koriander, also um den Mix einfach ein bisschen aktiver zu gestalten und zum Beschweren zum Ganzen und ein bisschen den Nährwert zu senken und eine Wolke ins Wasser zu geben, einfach 2 Liter Terre des Hommes.
So, am ersten Schritt wird das Futter jetzt erstmal relativ nass gemacht, also ein bisschen übernass sozusagen angefeuchtet. Ne? Das ist jetzt die erste Stufe vom Quälen sozusagen. Ich will das Futter gut durchgezogen haben. Durch den Koriander ist es so oder so relativ aktiv. Und wenn ich jetzt hier zu wenig Wasser reinmache, habe ich ein Futter, was einfach zu aktiv wird. Aber von der Konsistenz will ich es einfach so haben, dass ich hier wirklich schöne Ballen machen kann und das Futter auch sehr gut portionieren kann fürs Schießen. So, das Futter ist jetzt ein wenig durchgezogen. Man sieht, dass die Klümpchen sich so klein ein bisschen auflösen. Das jetzt einmal noch kurz durchquälen, ein bisschen Wasser drauf machen, dann kommt schon die Tertiasomme dazu. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wasser, nicht zu viel Wasser reinmachen. Einfach, dass der Mix am Ende nicht zu klebrig wird. Jetzt ist das Futter schon wirklich sehr nass, ne? Also, so dass jetzt dieses Tertiasomme auch wirklich ein bisschen Feuchtigkeit rausholen kann und am Ende das Futter eine relativ gute oder perfekte Konsistenz hat. So, dann fertig ist unser Matchrutenfutter. Zieht es noch ein klein wenig durch. Kurz vorm Angeln wird es noch einmal kurz durchgequält. Dann habe ich ein schönes, aktives Futter, was auf dem Grund eine schöne Wolke sitzt. So, wie gesagt, das Futter habt ihr gerade schon vorgestellt bekommen, was ich heute angle. Jetzt gehe ich natürlich hin, mache noch ein paar Köder rein. Nicht wirklich viele Köder, ich will erstmal so ein bisschen Teppich legen und später im Angeln selber beim Nachfüttern dann die Köder ein bisschen gezielter ins Wasser einbringen. Dazu jetzt einfach auf die ungefähr 6 Liter Futter, die ich hier habe. Also ich mache den Mix für den ganzen Tag fertig, ich werde das eine Grundbasisköder immer drin haben. Kommt jetzt erstmal eine gute Handvoll Pinkies drauf, also sprich so ein 8 Liter ungefähr. Einfach nur, dass hier ein paar Köder im Teppich drin liegen, um die Fische ein bisschen länger am Platz hält. Und im Endeffekt war es das auch schon für die Startfütterung. Ich werde jetzt noch keine Würmer ins Futter eingeben oder größere Madenmengen oder sonst irgendwas. Einfach mal zum Gucken, wie sich der Futterplatz grundsätzlich erstmal verhält. Und zum Schießen generell, also wenn wir jetzt das Futter einbringen wollen, dadurch, dass ich einen relativ klebrigen Mix genommen habe, kann ich es einfach hingehen, eine Hand Futter holen, ein kleines bisschen abschütteln. Und habe dann sozusagen schon die perfekte Konsistenz zum Nachfüttern bzw. auch zum normalen Startfüttern. Der Ballen kommt mehr oder weniger auf die Wasseroberfläche an, ein paar Brocken bröckeln ab, aber der Hauptballen geht noch nach unten. Das heißt, ich habe eine kleine Wolkenbildung beim Nachfüttern, die Ballen sind jetzt zu schwer und habe über eine relativ lange Zeit noch eine schöne hohe Aktivität, wo die kleinen Fische vor allen Dingen auf dem Platz hält. Das war es schon so im Großen und Ganzen mit dem Futter. Man sieht hier, ist ein schöner, feiner Mix, relativ braune Farbe. Gibt eine Wolke ab, hat ein paar Partikel drin, Nährwert ist relativ gering. Also eigentlich alles, was so zum Frühjahr passen sollte. So, die Startfütterung wäre jetzt ungefähr 3 Liter Futter zum Start füttern. Einfach nur, dass ich ein bisschen größeren Teppich habe, wo ich drauf angeln kann und die Fische sich in dem Teppich halt auch so ein bisschen aufhalten. Wie gesagt, die Ködermenge ist nicht wirklich groß, was jetzt im Futter drin ist. Einfach nur, dass die Fische ein kleines bisschen Köder finden. Ich sag mal, der Hauptfisch kommt jetzt hier, dadurch, dass keine Mücken im Gebrauch sind, eh aufs Futter. Das heißt, ich habe hier, wie gesagt, extra deswegen Futter genommen, was eine relativ hohe Aktivität hat. Und das sollen die kleinen Fische schon relativ lange am Platz halten. Die 3 Liter werden so eingeschossen, dass ich so einen kleinen Raum mehr oder weniger draußen befüttere. Einfach, weil es heute ein bisschen komisch ist mit dem Wind zum Werfen, auch gerade mit den feinen Montagen, dass ich hier ein kleines bisschen auch ein bisschen rechts vom Futterplatz oder links vom Futterplatz ein paar Fische verhaften kann.
So ein kleines Tagesfazit. Was haben wir heute gemacht? Oder was waren die Besonderheiten von dem Tag heute? Ich habe am Anfang angefangen gehabt, ganz normal mit einer 4-Gramm-Montage ungefähr bündig kleine Fische einzusammeln. Das heißt, eine relativ lange Absinkphase. Probiert rauszufinden, wo die kleinen Fische stehen, also diese mittleren Rotaugen, diese 20-30 Gramm Rotaugen oder die kleinen Skimmer. Konnte die immer wieder auf dem Platz reaktivieren, konnte sie auch relativ im schönen Takt fangen. Habe dann aber doch irgendwann umgestellt gehabt auf die 2,8 Gramm Montage, weil die einfach ein bisschen besser ging, ein bisschen flotter war. Man konnte die Bisse halt ein bisschen genauer sehen und die Fische vor allen Dingen ein bisschen schneller einsammeln. Habe die noch ein bisschen kompakter gestaltet, sodass ich wirklich genau in die Tiefe komme, wo die Rotaugen dann in dem Fall stehen oder die kleinen Skimmer. Das war dann am Ende so ungefähr 10 cm Grund. Also jedes Mal, wenn ich Futter geschossen hatte, haben sich die Fische nochmal neu auf den Punkt draufgestellt. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Es kamen noch ein paar Überraschungsfische dazu, auch gerade bei den feinen Montagen, was mich ein bisschen überrascht hat. Also sprich kleine Giebel bzw. einer oder andere bessere Skimmer. Nachgefüttert hatte ich mit dem ganz normalen Mix von Anfang an. Nur habe ich fürs Nachfüttern die Menge von den Pingis, also toten Pingis, relativ stark erhöht, habe noch ein paar Würmchen dazugeschnitten und ein paar lebende Maden dazugegeben. Einfach nur, dass hier ein bisschen Nahrung ins Wasser reinkommt, um die besseren Fische dann auch für später ein bisschen zu aktivieren. Zum Ende hin habe ich mit der Sperrmontage probiert, auf dem Grund die besseren Fische noch mal ein bisschen raus zu selektieren, also sprich die Skimmer von ungefähr 400 Gramm. Das funktioniert einigermaßen gut, aber man merkt, dass die großen Fische nicht so wirklich aktiv sind und den Köder nicht wirklich vom Boden wegnehmen. Also es ist eher so ein bisschen warten, als wirklich nacheinander Fische fangen. Aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, jede Montage hat genau ihren Einsatzzweck erfüllt. Das Futter hat das gemacht, was es im Endeffekt machen sollte, hat die Fische wirklich lange auf dem Platz gehalten. Und von daher war das schon ein sehr guter Angeltag. Ich mache jetzt noch ein paar Minuten und dann schauen wir einfach mal, was das Netz hergibt, wie viel wir heute gefangen haben. Das heißt, die Ausbeute von heute, 6 Kilogramm, 3 Kilogramm kleine Fische ungefähr, 3 Kilogramm etwas bessere Fische in Form von Giebeln und Skimmern. War ein sehr schöner Angeltag gewesen, sehr durchgängiges Angeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.